Hallo Leute, willkommen bei diesem Slime-Video. Dieses Video ist eine Art Vlog, denn ich zeige euch heute kein fertiges Rezept, sondern ich probiere mit euch zusammen reinen Polyvinylalkohol aus. Hier, Polyvinylalkohol. Das ist dieses mysteriöse PVA, das im Kleber und in der Peel-Off-Maske drin sein muss, damit Slime entsteht. Und ich dachte mir, ich will doch gerne mal wissen, was das für ein Zeug ist. Und siehe da, man kann das bei Amazon einfach so bestellen. Und zwar bei einem Anbieter für Restaurierungszubehör. Damit wird normalerweise, werden da alte, kaputte Kunstwerke restauriert, also wieder flott gemacht. Und ich habe mir da einfach mal ein Kilo geholt und weiß noch nicht, wie ich damit jetzt irgendwie brauchbaren Slime herstellen kann. Ob das geht, wie das geht, das werden wir sehen. Ich hatte schon einen Fehlversuch gemacht. Hier, da ist es erst gar kein Slime geworden und nachdem ich Unmengen Kontaktlinsenlösung reingemacht habe, ist es dann diese schuhlederartige Masse geworden. Aber man merkt schon, okay, das hätte mal vielleicht ein Slime werden können. Jetzt will ich es noch mal besser machen. Und ja, drückt mal die Daumen, dass es diesmal klappt. Übrigens, über ganz unterschiedliche Slimes habe ich schon mehrere Videos gedreht. Am Ende dieses Videos und unten in der Infobox findet ihr einen Link zu diesen Videos. Okay, beim Hersteller habe ich gelesen, dass man das irgendwie in einer 4%igen Lösung anwendet, um alte Kunstwerke zu restaurieren. Ich probiere das aber auch mal für den Slime. 4%ige Lösung heißt 4 Gramm davon und 96 Gramm bzw. Milliliter Wasser. Ich nehme einfach mal etwa 100, weil das macht nicht viel Unterschied. Also wiege ich mir jetzt mal 4 Gramm von diesem Pulver ab. Die Handschuhe habe ich an, weil ich kenne das Zeug noch nicht und dann ziehe ich mir lieber mal Handschuhe an. Aber ich glaube eigentlich, dass das Ergebnis schonender sein müsste als normaler Kleber, denn da ist ja auch noch aller mögliche anderer Hokuspokus drin und man weiß auch nicht, was im Kleber sonst noch so drin ist. So, 4 Gramm. Diese Waage ist übrigens super genial, die benutze ich sehr gerne für die kleinen Mengen, weil die sehr präzise misst. Und die hat gerade mal 10 Euro gekostet. Die misst 100stel Gramm. Das braucht man natürlich nicht, aber wenigstens ist dann, hat man es dann aufs Gramm genau. Und das ist ja schon öfters mal wichtig. So, das habe ich erstmal wieder weggepackt. Jetzt hier warmes Wasser vorbereitet, also so lauwarm, das hat jetzt 44 Grad, weil dann löst sich das Pulver besser auf, dachte ich. Und ich habe es vorher mit so einem Milchaufschäumer gemacht, da habe ich furchtbar Schaum gekriegt. Ich denke mal, das hat gestört. Jetzt probiere ich das mal hier mit so einem kleinen Schneebesen einzurühren. Wichtig ist natürlich, dass ich keine Klumpen kriege. Aber es löst sich hier ganz gut anscheinend. Und es schäumt auch nur ein bisschen. Okay, das ist jetzt ja, irgendwie eine weiterhin dünnflüssige Lösung. Man sieht so kleine Teile drin rumschwimmen. Aber es ist halbwegs klar. Ich spüle mal diesen Schneebesen aus
und lass das in der Zeit mal ein bisschen setzen. Okay, jetzt gieße ich das in die gewohnten in eine gewohnte Rührschüssel rein. Was haben wir hier? Also unten ist es so ein bisschen gelartig. Und hier? Ja, ich denke, das ist ganz okay so. Auf der Bestellseite stand was von pH-Wert von 5. Das wäre also etwas sauer. Das will ich jetzt mal überprüfen, denn dann kann ich einschätzen, wie viel Natron ich brauche. Okay, das tauche ich mal ein. Gut. Ja, es liegt so zwischen 5 und 6. 7 wäre neutral wie Wasser und es sollte 8 bis 9 haben. Dann brauche ich da schon ordentliche Natronmengen. Gut. Dann wiege ich mir mal 3 Gramm Natron ab. Schüsselchen. Hier habe ich Natron abgefüllt aus dem Kilobeutel. Weil ich ja oft und viel Natron brauche, habe ich mir das in größeren Mengen gekauft. Das ist aber das gleiche Natron wie in den kleinen Tütchen. So, 3 Gramm hatte ich gesagt. Okay, das kommt etwa hin. Und das rühre ich jetzt mal hier ein. Jetzt teste ich wieder den pH-Wert. Ah, sehr schön, das ist schon so grünlich geworden. Das sieht man deutlich, das liegt so zwischen 8 und 9. Eigentlich perfekt. Okay, jetzt kommt die Kontaktlinsenlösung dran. Da nehme ich die gewohnte alte Kontaktlinsenlösung wie meistens. Und ich wiege mir erstmal die Flasche ab, damit ich nachher weiß, wie viel ich reingetan habe. Okay, das notiere ich mir mal kurz. 72,9. Gut. Und ich hole euch mal ein bisschen näher ran. So vielleicht. Jetzt drückt mal die Daumen, dass es diesmal klappt. Also es ist schon anders, als wenn man Kleber nimmt. Da passiert jetzt noch gar nichts. Das war vorhin natürlich auch so. Erst nachdem ich Unmengen Kontaktlinsenlösung reingerührt habe, kam dann plötzlich der dicke Klumpen, der dann gleich zu fest war. Jetzt habe ich schon über 20 Gramm Kontaktlinsenlösung drin und es ist noch gar nichts passiert, außer dass es ein bisschen schäumt vom vielen Rühren. Ich probiere es noch mal weiter. Ja, irgendwas passiert jetzt.
Da entsteht, glaube ich, ein Klumpen da drin. Kann man aber noch nicht sehen, fühle ich nur so beim Rühren. Und die Flasche mit der Kontaktlinsenlösung ist alle. Das ist die erste, die ich verbraucht habe. Ich hole mal Nachschub. Okay, jetzt habe ich hier die Kochsalzlösung. Die funktioniert ja auch ganz gut. Wieder abwiegen. Gut. Hat sich da was getan? Ja, da ist irgendwas. Hier, ja, da ist was. Hier, ein Blubberdings. Okay. Auch relativ fest. Ja, aber schon irgendwie slimig. Vielleicht braucht es einfach so seine Zeit. Jetzt gucken wir mal, was ich hier jetzt habe. So. Das ist ganz gut. Das ist schon irgendwie Slime, aber mit sehr viel Wasser. Also dann, man sieht nur so schlecht wegen dem Schaum. Okay. Ja. Es ist auf jeden Fall viel besser als das letzte. Hier, man kann von Slime reden. Und schön durchsichtig. Also nicht, wenn es so zusammengeballt ist, aber so, wenn man es so auseinander macht. Ja. Wahrscheinlich ist da auch schon zu viel Kontaktlinsenlösung drin, denn er ist brüchig. Oder zu viel Natron. Aber lässt sich schon ziehen. Na, ich wälze ihn da noch mal ein bisschen drin rum. Vielleicht hätte ich weniger Kontaktlinsenlösung und mehr Geduld gebraucht. Ihm einfach Zeit zu lassen, bis sich diese Masse da in dem Wasser formt. Ich tue jetzt mal den Slime in ein Döschen, damit ich das vom Wasser getrennt habe. Okay. Ja, wird leider schnell zu brüchig. Aber ihr habt es ja gesehen, es war eine Slime-ähnliche Masse, die man so auseinanderziehen konnte. Und das hier ist jetzt so irgendwie Restwasser mit, ja, was auch immer drin. Gut, ich würde sagen, für diesen ersten Versuch ist das schon mal halbwegs passabel geworden. Ich werde jetzt natürlich noch weiter tüfteln, bis ich ein richtiges Rezept damit habe. Denn eigentlich wäre das ganz interessant, dieses Zeug, weil man da nicht die anderen Sachen vom Kleber mit drin hat. Und wer also richtig häufiger Slime machen will, für den ist das dann sogar recht preiswert. So ein Kilo kostet zwar 28 Euro, aber man könnte damit Unmengen Slime herstellen. Also, ihr werdet noch ein Video von mir sehen, hoffentlich, wenn es mir gelingt, ein vernünftiges Rezept damit herzustellen, wo ich einen richtig schönen Slime mit diesem Pulverzeugs herstelle. Aber das war's jetzt fürs Erste. Ich wünsche euch viel Spaß beim Slime machen und gutes Gelingen. Bezugsquellen zum Video findet ihr in der Infobox. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute, bis zum nächsten Mal.